immer. Mein Name ist Dick Vijay. Ich werde das nie wieder gut machen können, aber wenn ich dir helfen kann, sag einfach Bescheid, okay? Okay, Dick Vijay, mach ich. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, das Tal der Yetis. Gerade eben, als ich das Spiel kurz verlassen habe und wieder neu gestartet habe, um schneller bei der Relaisstation hier unten zu sein, hat mich direkt dieser Bombenmeister oder was auch immer das für ein Kerl war, wieder angefunkt. Ja, und bietet uns seine Unterstützung an. Ich bin schon gespannt drauf. Der wird höchstwahrscheinlich in den nächsten beiden... Boah, ja, jetzt wieder ordentlich viel Scheiße freigeschaltet. Jawohl! Der wird bestimmt in den nächsten Hauptquests eine größere Rolle spielen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah, wir haben viel zu viel Zeug. Och, wir haben wieder ein paar nette Sachen, die wir für die nächste Nacht dran mutieren können. Wusste ich ja gar nicht. Geil! Das besorge ich mir dann sofort. Südseitenbefestigung, sehr schön. Und auch ein MG kann ich mir kaufen. Habe ich doch gerade noch gesehen. Komm schon, ich will's haben. Nein, nein, falsch. Ah. So. Nördliches festes MG, sehr schön. Her damit. Und irgendwas ist gerade im Hintergrund explodiert. Da hat man ganz kurz so eine leichte Explosion gehört. Ah, was auch immer. Wird schon nicht wichtig sein, ne? Nein, falsches schon wieder, falsch. Ansonsten war es das, alles klar. Dann wieder unsere Gesundheitsspritzen auffüllen. Ansonsten, ja, gibt es nichts Großartiges, wofür ich mein Geld ausgeben will. Alles freigeschaltet, schön. Blablabla. So, na denn, setzen wir uns direkt mal an die nächste Nacht ran. Das wird bestimmt der Horror. Vierte Nacht. Der Ungläubige darf diese Nacht nicht überleben. Oh Gott. Jetzt gewittert es auch noch. Geil. Wir greifen die Station von Westen aus an. Yay. Das wird lustig. Wir nähern uns jetzt der Relaisstation, Meister. Gut. Entfernt diesen Schandfleck aus dem Tal. So will es der Fürst des Todes. Dieser Fürst des Todes, von dem ihr redet, existiert gar nicht. Eindringling, umarme die Dunkelheit, Ketzer! Das ist nur ein Hirngespinst! Die Angreifer! War nur ein Scherz, Leute. Natürlich gibt es ihn. Ich kenne den guten Kerl höchstpersönlich. Passt auf die Minen auf! Obwohl ich sagen muss, AJ Gale könnte doch auch ein guter Fürst des Todes sein, oder? So viele Menschen, die er in der Zwischenzeit umgebracht hat. Böse! Mit den Angreifern. Versteckt sich einfach hinter dem Stein. Frech! Ey, nee. Bärchen, könntest du bitte passt auf die angreifen? Auf. Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung hier. Durchbrech die Barrikaden! Komm nicht zu mir, Bär. Komm nicht zu mir, bitte. Da hinten sind ein paar leckere Häppchen. Oh nein! Du Drecksack! Ja, ja, Flammensucher, schwere Jungs, bla bla bla. Komm, lauf in meinen Schussradius, du Mistkerl. Ja, danke schön. Mist, trotzdem nicht erwischt. Rein mit den Berserkern! Nö, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei! Ihr werdet hier niemals vorbeikommen! Da hinten ist ja ernsthaft noch einer. Ah, scheiße, überhitzt die Scheiße. So, der ist weg. Hör mal, geht ihr da weg? Böse Jungs. Oh. Nein! Nein, es lief gerade so gut. Scheiß Dreckskerle. So eine Scheiße. Es lief gerade so gut. Gab es eigentlich schon einen Checkpoint? Habe ich schon einen erreicht? Ich weiß es gar nicht. Ladezeit, sei schneller. Dankeschön. Von
Und wo greifen die jetzt an? Wir greifen die Station von Westen aus. Von Westen? An. Also da? Ja. Ah, also doch von vorne. Scheiße. Egal. Wir brauchen die Angreifer! Gehe ich halt nochmal an den. Moment. Passt auf die Minen auf! Auf der Seite brauche ich eigentlich die Jagdspitze noch gar nicht. Wo sind die Angreifer? Ich feuere jetzt einfach mal in so einer kleinen Salve. Wo zum Teufel? Passt auf diese Minen auf! Ja, viel Spaß. So, Bär. Durchbrech die Barrikaden! Mistkerl. Ja, Bär! Töte sie! Töte sie alle! Mann, stirb doch endlich! Du Mistkerl! Ja, endlich! Meine Fresse, ey! Mist, überhitzt! Nein! Boah, die brauchen aber echt eine Ewigkeit. Selbst mit dem MG ist das kein Superschuss. Boah! Feuerwerk! Geil! Da ist noch einer. Nee, da war er nicht. Wo ist er? Ha! Erwischt, Mistkerl. Und da steht noch einer vor der Mauer. Hallo! Ach gut, unser erster Checkpoint. Von Norden, alles klar. Hier habe ich jetzt aber auch ein MG, oder? Wo ist es? Da ist es. Okay. Na los, kommt an. Ich bin bereit. Na los. Ja. Wahrscheinlich dauert es so lange, bis die Leiste da oben abgelaufen ist, bis die sich trauen anzugreifen. Da oben. Das habe ich ganz genau gesehen, Kollege. Passt auf diese Minen auf. Los, durchbrecht die Barrikaden! Dafür müsst ihr erstmal an den Minen vorbei! Boah. Bam, so. Bringt den Raketenwerfer in Reichweite! Was für ein Raketenwerfer? Wieso, seit wann habt ihr denn bitte Raketenwerfer? Nein, böse! Wir greifen die Station von Süden aus an. Von Süden? Okay. Von da aus. Wir haben die Nordbarrikaden durchbrochen! What? Stimmt doch gar nicht! Nein! Sprengladung an! Da war ernsthaft noch ein Kerl mit einem Raketenwerfer am Start. Drecksack. Erwischt! In Reichweite. Erwischt, Mistkerl! Ja, sehr gut! Mein nördlicher Bär ist noch in Aktion. Wunderbar! Sehr gut, Bär! Go, Bär! Go, 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 Bär! Nein! Der Raketenwerferpuzzi hat ihn getötet, du Arschloch! Wir greifen die Station von Norden aus an. Schon wieder von Norden? Gott! Boah, ey, das Gewitter, Leute, das macht mir jetzt echt auch Angst. Aber ich wette, das hat nichts zu bedeuten. Oder? Auf einmal schlägt mir gleich ein Blitz mitten vor die Fresse. Oh. Ihr kommt nicht vorbei! Niemals! Ihr seid nicht würdig! Spürt den Zorn des Gales! Nein, 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 böser Junge, böser Junge! Du bist auch weg, 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 weg! Mist! Genau gesehen, Kollege. Ach, scheiße. Ach, was für Drecksäcke. Mist. Nein, geh weg, 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 weg. Ich mach euch alle. Da ist ja noch einer.
gerade einem Bär zur Rettung gekommen oder was höre ich da gerade? Nein! Ein Yeti ist zu meinem Untergang gekommen, scheiße! Geh weg, 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 geh weg. Gut, damit wäre die nächste Story-Quest verfügbar. Nehme ich an. Hallo? Ja, da ist sie schon. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall erstmal wieder Skillpunkte verteilen. Och Mist, Magazin-Jongleur kann ich noch nicht machen. Dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Egal. So, Hallöchen. AJ, bist du das? Ja? Ja, ich höre. Super. Tja, ich wollte nur sagen... Also, ich werde dir nie ausreichend für meine Rettung danken können. Die taten Dinge, die ließen mich Dinge sehen. Das Relikt, von dem sie ständig reden, es verwandelt Menschenfleisch. Das Elixier. Ach. Das Relikt ist die Quelle. Es muss vernichtet werden. Wovon redest du da? Visionen. Ich habe Visionen in meinem Kopf. Die ganze Zeit. Visionen von Folter. Und von dem Relikt. Sie sagen Dinge in meinem Kopf. Ich höre sie Tag und Nacht. Ganz ruhig. Nein, nein, lass mich ausreden. Ich will, dass diese Bastarde für das sterben, was sie mir angetan haben. Und ich glaube, du kannst das erledigen. Ja, kann ich. Ich habe dir ein Päckchen selbstgemachten Sprengstoff an diese Koordinaten geschickt. Okay. Das sollte mehr als genug sein für das Vordertor, damit wir dich reinbekommen. Versprich mir aber, dass du erst wieder gehst, wenn du weißt, wo sie das Relikt aufbewahren. Und erst, wenn alle da drin tot sind oder im Sterben liegen. Alles klar. Überlass das nur mir. Alles klar. Lucy im Himmelsschrein. So, ich guck noch mal ganz kurz, ob wieder irgendwelche Upgrades freigeschaltet wurden. Noch nicht. Alles klar. Auf jeden Fall besorge ich mir wieder einen Körperpanzer. Ich weiß, die kann ich gratis draußen bekommen, aber ich weiß sowieso nicht, wofür ich jetzt noch mein Geld ausgeben soll. Ich habe ja schon alles. So. Alles klar. Boah, das ist ja total weit. Wo ist mein Schneemobil? Hallöchen. Na denn, los geht's. Ach ja, das ist wieder so eine angenehme Lautstärke, wollte ich gerade sagen. Meine Güte, das ist wirklich scheiße laut. Ich weiß nicht, ob das im Video genauso laut ist. Aber auf jeden Fall tut es mir schon in den Ohren weh. Aber auf eine bessere Art und Weise kann man sich hier kaum fortbewegen. Ah! So. Mann, Mann, Mann. Aber das ist gut, wir nähern uns langsam dem Ende von dem DLC. Nur noch diese Reliktmission, eine weitere Nacht überleben und dann kommt auch schon die letzte Reliktmission. Dann sind wir fertig hiermit. Da ist es. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nochmal ein Stückchen fahren, toll. Zerstöre das Tempeltor. Okay. Los geht's. Hui. Also bis jetzt fand ich das DLC schon ziemlich gut. Gerade die Yetis, die sind ja ein ziemlich guter Gegner, vor dem man ziemlichen Respekt hat. Und jetzt mittlerweile scheinen die es auch einigermaßen zu erklären, wo die Viecher herkommen. Natürlich wieder irgendein komisches religiöses Relikt, dass die und irgendeine Pflanze, dass die in solche Monster verwandeln. Ich sag mal so, so eine Geschichte höre ich ja auch nicht zum ersten Mal. Auf Wiedersehen und du auch. Zack. So, zerstöre das Tempeltor, ja. Der Tempel von Yalung. So. Sprengung. 4, 3, 2, 1. Musik. Fröhliches Töten, würde ich mal sagen. So, wo sind diese Faschisten?
Ah, Manu, die Aufnahme ist schon wieder abgebrochen. Sorry. Also dann. Zerstöre die Vorräte der Jünger. Okay. Na, das wird witzig. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so langsam bereue ich es doch, dass ich nicht irgendeine leise Waffe dabei habe. Die könnte mir jetzt nämlich langsam nützen. Mist. Boah, ey. Das haut ordentlich rein. Jawoll, ja. Das da auch. So. Ah, da ist der Alarm gewesen. Dreck. Na gut. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Sind hier drin welche? Nö, scheinbar oben. Oh oh. So, das war's. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Ah, da ist der. Zack! Was willst du denn? Ui, da kommt er zu mir geflogen. Da mag mich wohl einer. Ja, ich habe eine sehr anziehende Persönlichkeit. Ihr kennt ja meine Liste dabei. Eins garantiere ich euch schon mal, das wird nicht besser. So, wo ist denn das jetzt hier? Da ist er. Na, du wirst dich nicht anschleichen, Kollege. Was zum Fick? Da hinten, der Drecksack. Viel Spaß mit der Rakete. Ja, das war jetzt ein bisschen Overkill, aber trotzdem. Hat er verdient. So, jetzt erstmal runter. Na, L2, so. Ich hätte jetzt beinahe wieder R2 gedrückt, dann wäre ich wieder hochgelaufen. Also, wäre ich wieder hochgeklettert. Kein Bock. Na, wo sind die Vorräte? Die letzten. Wow, Leute. Alter. Leute, chillt mal euer Leben. Der hat ja lange gebraucht, um zu sterben. Nein, geh weg. Böser Molliwerfer. Böser Molliwerfer. Was war das denn jetzt? Ich springe dich an. Dachte der, das hätte jetzt was gebracht, mich nochmal anzuspringen? Als ob ich dann vor Überraschung stehen geblieben wäre. Du bist weg und... Das ist eine schlechte Deckung, deswegen bist du auch weg. So, wo ist denn jetzt die verdammte... das verdammte Lager? Ah, hier drinnen. So, war's das? Eliminiere alle Jünger im Gebiet. Da oben hängt noch einer rum. Ich sehe dich. Weg, Fisse. Bitte melden! Was ist denn da unten los? Schick deine besten Männer! Der Fremde ist in der Nähe! Mist. Drücke vor zum Himmelsschreien. Erstmal Munition ein bisschen auffrischen. So. Oh ne! Moment! Ich hol mir eure Seelen! Ich bin der Herr des Todes, von dem ihr die ganze Zeit redet. Wen auch immer ihr anbetet, das ist der Falsche. Nein, nein, keine Sorge, ich werde nicht selber zu so einem religiösen Fanatiker. Habe ich auch keinen Bock drauf, ist bestimmt auch anstrengend. AJ Gale, höre meine Worte. Du weißt nicht, was du da tust. Ich bin die Hand Yalungs. Ich bin der Bote des Todes. Ja, wenn genau. Wenn du mich niederstreckst, suche ich dich bis in alle Ewigkeit heim. Deine Qualen werden die Triebfeder meines Vergnügens sein. Du bist echt ein kranker Penner. Ja, genau deswegen finde ich es auch anstrengend, so ein religiöser Fanatiker zu sein, der zudem noch so eine komische Truppe anführt. Man muss die ganze Zeit so wahnsinniges Zeug faseln. Das muss doch anstrengen. Töte Meister Sandesh.
Ernsthaft? Ich kämpfe jetzt schon gegen den? Ja, gegen den und den die Überbleibsel seiner Männer wahrscheinlich. Ja. Waffe klemmt, tot. Ja, das scheint sich tatsächlich langsam dem Ende zuzuneigen, das Spiel. Begrüße ich aber durchaus auch. Das ist aber bis jetzt schon ein ziemlich schönes DLC gewesen. Hat mir echt gut gefallen bis jetzt. Holy shit. Ich mach Hundefutter auf. Ups. Ich dachte, ich könnte den auch erledigen. Nein. Nee. Geh weg. Okay, das ist jetzt scheiße. Ja, Köder nützen mir hier oben wahrscheinlich gar nichts. Viel Spaß! Da ist er schön geflogen. Ja, genau! Hat er gerade Marco Polo gesagt, der Penner? Das ist nicht dein Ernst, oder? Na, kommt jetzt der Dicke? Da ist der Dicke, jawohl! Nein! Scheiße, knall die mir ernsthaft noch eine scheiß Rakete vor den Latz. Viel Spaß, du Arschloch! Okay, bei den Kerlen hier scheinen zwei Granaten auszureichen, um sie ins Jenseits zu schicken. Au! Mann, müsst ihr mir die Granaten oder die Raketen immer in die Fresse schießen? Das tut doch weh! So. Ah, jetzt bereue ich es auch. Jetzt bereue ich es auch langsam, dass ich die das Scharfschützengewehr. Aua. Jetzt bereue ich es wirklich, dass ich kein Scharfschützengewehr mehr dabei habe. Das würde mir an dieser Stelle wirklich nützen. So, aber die Not-OPs schaffen es, mich ordentlich zu heilen, Gott sei Dank. Alter! Hey! Wo zielt der denn bitte hin, dass der mich permanent erwischt? Arschlöcher! Voll der Cheater, ey! Hacker! Du mit deinen scheiß durch die Wand Rockets! Der benutzt bestimmt einen Wallhack! Ah, ich muss näher ran, sonst erwische ich den gar nicht. So. Euer ständiges Gelaber von Seelen finde ich auch mittlerweile langweilig. Aber weißt du was? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ah, zu hoch. Auch zu hoch. Ach, das war der! Und sag Hallo zu Yalong. Ha, witzig. Ich wusste gar nicht, dass der Wix. dass der Anführer war, der Penner mit dem Raketenwerfer. Ja, nett. Jetzt habe ich den selber weggebombt. Edge, jetzt weißt du, wie deine Gegner sich immer gefühlt haben, Arschloch. Ja gut. Finde Informationen über das Relikt. Wo sind die? In dem Gebäude drinne. Wie komme ich da jetzt rein? Erstmal alles looten, was hier oben zu looten ist. Da. Alles klar. Ist ja noch ein Schatzkärtchen, ist ja schön. Karte des Hajura Amako Hatama. Boah, was ein Zungenbrecher. Das ist eine Karte des höchsten Gipfels im Tal, bekannt als Hajura Amako Hatama. An den Rändern befinden sich handschriftliche Notizen und so etwas wie eine gestrichelte Linie scheint einen Weg den Berg hinauf zu zeigen. An ihrem Ende steht die Notiz Reliquienschrein. Alles klar? Ja. Moment, AJ, bevor du noch was sagst, hier ist ein Tagebuch von Meister Sandesh. Die Rituale konnten Yalungs Aufmerksamkeit bisher nicht erregen. Heute Nacht werden die Feuer größer und das Elixier stärker sein. Es ist an der Zeit, dass wir in die Dunkelheit vortreten und ihn begrüßen. Wir träumen nicht mehr, wir sind erwacht. Gelobt sei Yalung. Okay, dann zerstören wir das Relikt. Okay. Lucy im Himmelsschrein, abgeschlossen. Dann müssen wir jetzt nur noch die letzte Nacht überleben. Boah, guckt euch das an, ey. Der Norden. Heilige Scheiße, ey.
Das ist wieder eine Aussicht, wo ich mich drin verlieren kann. Krasse Scheiße. Ha, selbst das DLC ist so wunderschön. Na dann. Guten Flug! Hui! Boah, das wird ein langer Flug. Aber auch ein geiler. Super Sache. Boah, ey, so verschneite Landschaften lassen mich auch schon wieder an Game of Thrones denken. Da gucke ich ja momentan auch aktuell die 6. Staffel. Die läuft ja momentan. Jede Woche Montag schön eine neue Folge Game of Thrones. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mittlerweile sind jetzt, glaube ich, 4 Folgen raus. Ich habe sie schon alle gesehen. Und Game of Thrones ist wie immer super. Ich krieg einfach nicht genug davon. Das ist momentan auch meine absolute Lieblingsserie. Das lasse ich mir auch gar nicht nehmen. Was zum Teufel? Ah, unter mir war irgend so ein Truck. Interessiert mich ein Scheiß. So, jetzt öffne ich mal lieber meinen Fallschirm. Zack. Wunderbar. Schön vom Questgebiet bis hierhin durchgeflogen. Nice. Was? Achso, das ist der Bär in dem Käfig. Alles klar. Naja. Das wird alles wieder aufrecht stehen. Moment. Erstmal wieder meinen schönen Garten leer ernten. Schon wieder. Habt ihr das gehört? Da ist wieder irgendetwas in der Ferne explodiert. Was ist denn das die ganze Zeit? Das passiert ziemlich oft, wenn ich hier in der Relaisstation bin. Das gefällt mir nicht. Naja, solange es nicht direkt neben mir hochgeht, soll es mir egal sein, was da explodiert. So, ja, wieder ein bisschen was freigeschaltet. Ich kaufe wieder ein bisschen was. Nee. Ich möchte jetzt gerne wieder Heilspritzen voll aufrüsten und Körperpanzer auch. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wofür ich mein Geld ausgeben kann, deswegen gebe ich es für alles auf, was mir in die Hände kommt. So. Kann ich eigentlich noch irgendwelche Fähigkeiten ausrüsten? Jo, was haben wir denn hier Schönes? Überlebensspritze könnte ich machen. So. Wirkungsdauer Boosts. Elefantenreiter wird in Teil der Yetis nicht benötigt. Also auch schade. Aber andererseits, so riesige Elefanten in so winzigen Gebieten zu reiten, ist dann auch tatsächlich nicht notwendig. Na gut. Naja, aber die nächste Überlebensmission werden wir leider nicht mehr in diesem Part hinkriegen. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von euch. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir im nächsten Part ja bereits das Finale zu sehen. Wer weiß. Na dann, wir sehen uns zum nächsten Mal zu Far Cry 4, das Tal der Yetis. Bis zum nächsten Mal.